Auf die Bretter, fertig, los. Sommersonne und Wellenreiten. So stellen sich viele bei dem aktuell guten Wetter ihre Freizeit vor. Und das ist in den nächsten 4 Tagen sogar in Karlsruhe möglich. Im Rahmen der diesjährigen Trinkwasserkampagne der Stadtwerke Karlsruhe haben sich die Verantwortlichen mit der mobilen Surfwelle einen besonderen Höhepunkt einfallen lassen. Wir erreichen hier ein Zielpublikum, gerade von jüngeren Aktiven, bei denen es so hip ist, Flaschenwasser zu kaufen und denen zu sagen, ihr könnt genauso viel Spaß haben, wenn ihr das Wasser aus dem Wasserhahn lässt, wenn ihr frisches, köstliches Karlsruher Trinkwasser trinkt. Für den Spaß auf dem Nass sorgen 4 Pumpen, die 35 Kubikmeter Wasser hinaufpumpen, so für einen 15 cm dicken Wasserfilm sorgen. Gestellt wird die Anlage im Rahmen der Veranstaltungsreihe Surf Days. Die zieht deutschlandweit von Stadt zu Stadt und macht in diesen Tagen Halt vor dem ZKM. Ich kann halt entweder mich online bewerben, ich glaube aber jetzt fast alle Plätze sind schon weg, oder ich komme hierher. Und dann kann ich eine halbe Stunde in einer Gruppe mit maximal 5 Personen unter Betreuung und Anleitung von einem Surf-Instructor, hier Benny und Olli, wirklich das Gefühl erlernen, was es heißt, auf so einem Brett zu stehen. Neben der Surfwelle sollen auch allerlei andere Angebote Interessierte anlocken. Eine Trinkwasserbar, die Surfübung im Trockenen oder einfach die Seele baumeln lassen. Alles verbunden mit dem Konzept der Nachhaltigkeit. Wir wollen dieses Umweltbewusstsein in eine Welle der Nachhaltigkeit führen. Das heißt, es soll den Jugendlichen einfach bewusst sein, Wasser aus dem Wasserhahn ist gesund, ist köstlich, ist unglaublich preisgünstig. Überlegt es euch, bevor ihr irgendein hippes Wasser aus dem Supermarkt kauft und nach Hause tragt. Für die Akteure auf dem Brett steht an erster Stelle der Spaß. Zwar ist die künstlich erzeugte Welle nicht zu vergleichen mit einem Spot am Meer, für die mobile Welle in Karlsruhe muss man allerdings nicht so weit reisen. Naja, uns zieht es immer dorthin, wo es Wellen hat. Und jetzt hat es halt eine Welle in Karlsruhe, also müssen wir auch da sein. Also vom Fun-Faktor ist es mindestens genauso groß, wenn nicht sogar größer, weil es ist daheim vor Ort. Und ja, die Sonne scheint, es ist Wasser, es ist eine Welle da, sind wir glücklich. Bis Sonntag 20 Uhr steht die Welle noch vor dem ZKM. Bei den aktuell vorhergesagten Temperaturen fürs Wochenende eine ideale Möglichkeit, sich abzukühlen.